Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem Video. Heute geht es um Ernährung und um die Vorteile der Gesellschaft. Zum Beispiel auch bei fleischbasierten Ernährung, dass man Fleisch isst, nicht vegan. Und was ich mir zum Beispiel von einer Veganerin leider anhören musste. Darum geht es auch primär. Und auch, was man sich alles anhören muss, wenn man sich nicht perfekt gesund ernährt. Weil es ja dieses Gesundheitswahn ist ja momentan auch sehr mit Fitness, dass man sich perfekt gesund ernähren soll und so. Und mal ganz ehrlich, man lebt nur einmal und ich esse das, was ich essen möchte. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es nicht mein Problem, sondern das Problem von der Person. Das ist so meine Meinung dazu. Und was vorgefallen ist, eine ehemalige Moderatorin von TikTok, ich war in ihrem Livestream, habe dann gesagt, dass jeder essen soll, was er möchte. Auch Fleisch halt in dem Fall. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, ich esse gleich zu Hause Fleisch. Und dann hat die Person mich immer weiter angegriffen und auch sehr krass schlimme Sachen gesagt. Nur weil ich sage, dass ich Fleisch esse, heißt so lange nicht, dass ich gegen Veganismus bin. Also ich bin nicht dagegen. Ihr könnt euch ernähren, wie ihr möchtet. Das ist mir wirklich egal, wie ihr euch ernährt. Ich bin auch nicht gegen Vegetarier oder gegen irgendwas. Oder auch gegen Frutarier gibt es, glaube ich, auch. Ich bin dagegen wirklich überhaupt nicht. Aber ich bin dagegen, wenn man mir sagt, wenn man mir jetzt Fleisch essen schlecht redet, dass ich Leichenteile von Tieren esse, dass ich die Massentierhaltung unterstütze und so weiter und so fort. Theoretisch gesehen unterstützt man Massentierhaltung, wenn man das falsche Fleisch kauft. Aber wenn man sich vorher informiert und das dann zum Beispiel beim Metzger holt und es dann nicht von Massentierhaltung kommt, dann unterstützt man das ja wiederum nicht in meinen Augen. Weil ich hole zum Beispiel nur vom Metzger Fleisch. Aber bestimmt ist trotzdem, kann es trotzdem sein, weil man kann sich trotzdem mal vergreifen, wenn man das im Supermarkt ist, dass man das irgendwie unterstützt. Das kann passieren, wie gesagt, das ist okay. Dieser Vorwurf wäre wiederum noch okay. Aber zu sagen, dass man immer Leichenteile ist und das so richtig schlecht zu reden, ja, warum kannst du überhaupt Fleisch essen, ist einfach nur unter aller Sau immer Leuten das Fleischessen schlecht zu reden. Weil die Tiere haben ja Gefühle, ja, die Tiere werden ja auch, bevor die geschlachtet werden, Tierschutzgesetze ja durchgreifen, auch wird es vorher betäubt, bevor es getötet wird. Das heißt, es merkt davon erstmal nichts. Und Nutzvieh, also Nutztiere, auch Nutzvieh genannt, sind zum Nutzen für die Menschen da. Das heißt, es wurde geboren quasi, um von uns zu nutzen zu sein und können wir es auch schlachten und essen. Das ist meine persönliche Meinung, no hate, no front. Ich finde Fleischkonsum absolut okay und legitim, das ist meine persönliche Meinung, aber wenn ihr mir da irgendwelche Sachen vorhaltet, für die ich nichts kann, ich habe noch nie in meinem Leben ein Tier getötet, aber ich würde es im schlimmsten Fall auch tun, wenn ich nicht anders Tierfleisch bekommen würde, würde ich es doch persönlich schlachten. Muss man mir nur vorher zeigen, wie es geht. Weil ich persönlich habe da keine Berührungspunkte und keine schlimmen Berührungspunkte. Ich kenne auch Jäger persönlich und ich habe da auch nichts gegen. Wirklich, ich habe gegen sowas überhaupt nichts. Und ich finde es halt schade, dass so Veganer oder auch sowas wie die militante Veganerin dann immer so einen das vorhalten möchte und sagen, oh, wie schlecht ist es, Fleisch zu essen. Es gibt so ein paar Sachen, die man halt, die ich noch verstehen kann, wegen Massentierhaltung und auch Umweltaspekten ist vielleicht, kann man das noch irgendwie verstehen, dass man da so ein bisschen Gegenwind bekommt, aber dann so schlecht zu reden und so richtig darauf einzugehen und einen dann noch persönlich zu beleidigen als kleines Kind und dass Mobbing gegen mich im Internet berechtigt wird, oder ist für mich absolut nicht okay und nicht akzeptabel. Das heißt, ich habe auch ein provokantes Video gemacht für Fleischkonsum. Und ja, da habe ich Sachen auch gesagt, die vielleicht auch ein bisschen provokant sind. Aber im Endeffekt, ich habe das gesagt, was ich denke, was ich meine. Da stehe ich hinter, dazu stehe ich. Und Das jetzt erstmal zu dem Thema. Also ich finde vegane Ernährung nicht schlimm. Das soll jeder machen, wie er möchte. Nur ich esse mein Steak, ich esse meinen Burger, ich esse meine Lasagne mit Fleisch drin und alles. Und das ist für mich absolut okay und legitim. Und wie gesagt, das muss jeder selber wissen, was die Person ist. Und ich würde es niemals jemandem ausreden. Das probieren die Veganer, aber beim manche Veganer, nicht alle, die dieses extreme Vorgehen haben. Das habe ich nicht von dieser Person erwartet und ich fand das krass. Und dann habe ich halt dagegen gewettert, weil
ich halt für Fleischkonsum bin und ich absolut nichts dagegen habe. Weil für mich ist es absolut gerechtfertigt und ich darf es und ich werde es auch für immer tun. Und ich denke auch nicht, dass es irgendwann verboten wird. So, das ist meine Meinung dazu, dazu stehe ich. Aber jetzt dieses Kapitel wird erstmal abgeschlossen, das ist meine Meinung. Und wie gesagt, es kann sein, dass mich manche Leute jetzt in den Kommentaren hassen dafür, dass ich so rede und für den Fleischkonsum bin. Aber es ist meine Meinung und ich darf für den Fleischkonsum sein. Und es ist nicht verboten, sowas zu sagen. Aber was ihr da macht, ist echt schon blöd. Also manche davon. Also wie gesagt, fühlt euch nicht angesprochen. Wenn ihr nie sowas gemacht habt, dann fühlt euch nicht angesprochen. Nur die Leute angesprochen fühlen, die wirklich sowas machen. Wie die militante Veganerin, die dann das immer so befürwortet. Aber die ist auch nicht ganz sauber, hat kein sauberes Image. Müsst mal ein bisschen euch mit ihr befassen. Dann seht ihr, dass sie auch nicht gerade, ja, eine weiße Weste hat, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt kommen wir dazu, wenn man übergewichtig ist, zum Beispiel Pizza isst und wenn man sowas wie Süßigkeiten isst. Sogar Kai Havertz hat letztens im Interview gesagt, dass er sich nicht perfekt ernähren kann. Er isst trotzdem noch Süßigkeiten und trinkt Cola. Das machen manche Profis ja nicht, weil die ihre Ernährung perfekt halten möchten. Und er kann es nicht. Also er ist so besser. Also kann ich verstehen, weil ich kann es persönlich auch nicht. Ich kann nicht auf Süßigkeiten komplett verzichten. Ich werde es auch nicht tun und ich werde das essen, worauf ich Bock habe. Auch wenn ich mal Bock auf eine Pizza habe, ist es auch okay, man kann auch so abnehmen. Ich persönlich nehme ab dadurch, dass ich sehr viel Sport mache, mich viel bewege und ein bisschen darauf achte, was ich esse. Mehr mache ich wirklich nicht. Nur die so ganz kleinen Unterschiede machen da schon sehr viel aus. Und trotzdem sind da Leute, die dann einen sagen, dass man 300 Kilo schwer ist, was ja gar nicht stimmt. Ich kann das ja widerlegen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr krass, was man da alles so zu hören bekommt. Das ist ganz krasses Fettshaming, das geht gar nicht. Und ich bin sehr, sehr sauer und sehr enttäuscht von den Leuten, die sowas schreiben. Und auch wenn ich sowas wie Dino Nugget zum Beispiel gegessen habe, meine, ja, das ist ungesund. Dieses ungesund und gesund, ganz ehrlich, ich esse das, was mir schmeckt. Und wenn mir ein Salat gerade nicht schmeckt und ich keinen Hunger drauf habe, ich bekomme nicht immer alle Sachen runter tatsächlich. Und gerade wenn es mir schlecht geht psychisch, bekomme ich eher nur ungesunde Sachen teilweise runter als die gesunden. Ich bekomme es wirklich nicht runter. Also ich würde dann gar nichts essen, das ist auch nicht gut. Ja, also da nochmal zu sagen, also ich bin psychisch krank. Ich kann nicht immer alles essen, was gesund ist, weil ich das nicht hinbekomme. Also mit meiner Psyche teilweise. Und ich muss mich auch nicht rechtfertigen dafür, was ich esse. Auch wenn ich gesund wäre, psychisch gesund, würde ich, glaube ich, trotzdem auch ungesunde Sachen essen, obwohl ich abnehme. Das habe ich auch getan. Durch meine Erkrankung habe ich nur leider so viel zugenommen. Und das ist halt so. Das ist auch ein Fakt. Das sage ich nicht so einfach so. Das ist wirklich ein Fakt. Müsst ihr mal ein bisschen googeln, was eine Manie ist. Oder auch bei Depressionen kann man sowas wie Depression auch durch Essen zumindest, dass es einem kurzzeitig ein bisschen besser geht, machen. Und da habe ich teilweise auch 2 Pizzen am Tag gegessen, was nicht gut war. Jetzt esse ich auf jeden Fall mal maximal nur eine Pizza. Ich habe es ein bisschen besser im Griff. Aber zum Beispiel heute Morgen habe ich probiert, Tortellini-Suppe mit Möhren und Gehacktes zu essen. Ich habe es kaum runterbekommen. Ich habe nur die Tortellini runterbekommen. Den Rest habe ich irgendwie nicht geschafft zu essen irgendwie, weil es mir nicht gut ging. Und da, ja, das ist halt manchmal irgendwie bei mir so. Und wenn ihr damit ein Problem habt, ich kann wirklich nichts dafür. Ich würde gerne manchmal auch mehr gesunde Sachen essen, aber ich schaffe es mental teilweise auch nicht. Und auch mich teilweise zu motivieren, zu kochen, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Aber das schaffe ich ja Gott sei Dank sehr relativ oft in letzter Zeit. Das heißt, dafür Verständnis zu haben, dass ein Mensch nicht unbedingt immer alles essen kann und dabei manchmal auch Probleme hat, was Gesundes zu essen. Oder auch was, manchmal habe ich auch Probleme, was Ungesundes zu essen, das wechselt sich so ein bisschen ab manchmal. Also habt bitte etwas Verständnis für psychische Erkrankungen. Ich kann dafür wirklich nichts, ich tue ja alles, dass es mir besser geht. Ich gehe zur Therapie, ich nehme Medikamente und das wollte ich jetzt nochmal sagen, dass man das nicht so krass runterregen darf, wenn man mal Pizza isst und sich mal was gönnt. Gerade wenn man viel Sport macht, darf man sich öfter mal was gönnen, ohne dass man zunimmt auf jeden Fall. Und auch abnehmen ist da möglich, wenn man da ein bisschen aufpasst, was man isst, dass man halt nicht so viel süße Getränke trinkt. Das trinke ich zum Beispiel auch fast nie. Genau, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Das war jetzt alles, was ich erstmal loswerden wollte zum Thema Ernährung. Euch noch einen wunderschönen Tag, schönes Osterfest, falls wir uns nicht mehr hören. Und bis zum nächsten Video. Eure Anna. Ciao, ciao.